Weißes Gold und frisches Brot für den kolumbianischen Botschafter. Mit dem alten sorbischen Brauch heißen die Dissener Hans-Peter Knutzen willkommen. Er schaut sich gerade den Spreewald an, will wissen, wie die Region vom Tourismus lebt. Da hat der Spreewald und auch speziell das Dorf Dissen viel zu bieten. Das fängt schon beim renaturierten Gebiet der Spreeaue an. Die Bergbaufolgelandschaft zieht heute viele Besucher an. Hier kann sich die Natur frei entfalten. Solche Projekte interessieren den kolumbianischen Botschafter, denn er kommt im März noch einmal vorbei und bringt auch noch jemanden mit. Was herausgekommen ist, ist, dass wir mit unserem Tourismusminister im März, wie die ITB-Messe in Berlin stattfindet, und der wird dabei sein, auch zum Spreewald kommen werden, damit er direkt die Erfahrung sehen kann und mehrere Abkommen zwischen Spreewald und Kolumbien unterzeichnen können. Eine Partnerschaft zwischen der BTU Cottbus-Senftenberg und der Technischen Universität in Pereira gibt es schon. Jetzt ist Kolumbien daran interessiert, wie sich die Tourismusbranche in kleineren, ländlicheren Regionen weiterentwickeln kann. Der Kontakt zum Landkreis Spree-Neiße wird dadurch immer enger. Erste Unternehmer werden jetzt nach Kolumbien gehen. Angefangen von einem Tischler aus Grano bei Guben. Wir sind mit vielen anderen im Gespräch. Es geht auch um Kraftwerksanlagen, also im kleinen Bereich, 5 Megawatt und so weiter, wo wir eben höchste Kompetenz hier vor Ort haben im Spree-Neiße-Kreis. Und das soll jetzt auch transportiert werden. Wie gesagt, der Botschafter heute interessiert sich für den Bereich Tourismus, wie man am Rande von Bergbaulandschaften letzten Endes mit Tourismus Geld verdienen kann. Besonders die Spreewaldregion punktet da mit Erfahrung. Dissen hat sich auch mit dem slawischen Mittelalterdorf Stareluth und dem Heimatmuseum zu einem beliebten Anziehungspunkt entwickelt. Das hat dann auch den kolumbianischen Botschafter angelockt. Vor vielen Jahren hätte man sich nicht träumen lassen, dass ein kolumbianischer Botschafter, dass wir für ihn die Aufmerksamkeit erregen, dass er sich das kleine Dorf Dissen anschauen kommt. Also können wir einfach stolz sein als Dissener. Nach seinem Besuch in Burg und in Dissen ging es für den Botschafter weiter. Nächster Halt war an der BTU beim Forschungszentrum für Landschaftsentwicklung und Bergbaulandschaften.